So, ich hoffe, die Letzten kommen noch rein, schnappen sich einen Platz. Ich darf hier auf der Bühne Arthur Wozniak-Feldmeier von WAGU schon begrüßen. Und ich habe auch eine kleine Anmoderation von einer Kollegin diesmal bekommen, die nämlich mit Ihnen sehr häufig, glaube ich, in Kontakt steht. Deswegen schulden Sie ihn schon mal das Ablesen. Sie alle kennen die wohl erfolgreichsten drei Filmtrilogien der Geschichte, Star Wars nämlich. Und wer diese Verfilmung eines wahren Heldenepos jedoch nicht verfallen ist, sollte wissen, dass im Kern von dem andauernden Kampf zwischen Gut und Böse es sich handelt. Als Fan dieser fantastischen Geschichten hat der nächste Redner nämlich eine ganz eigene Heldenreise für sein Unternehmen geschrieben und wird uns in seinem Vortrag nicht etwa von einem Kampf zwischen Datenblatt und Katalog berichten, sondern vielmehr von der Symbiose der beiden begeistern. Und damit gehört die Bühne Ihnen. Vielen Dank. Ja, ich heiße Sie herzlich willkommen zu dem Vortrag Datenblatt versus Katalog, gleich Symbiose aus beidem oder auch von dem Einzelnen zum großen Ganzen. Was es damit auf sich hat, werde ich Ihnen in der nächsten halben Stunde erklären, aber erstmal möchte ich mich einmal vorstellen. Arthur Wozniak-Feldmeier, wie gerade eben gehört, seit 2005 im Unternehmen WAGU tätig. Für all die Informationen zu unseren Produkten, von der recht komplexen Datenmodellierung über Datenpflegeprozesse, Übersetzungsprozesse bis zur Ausleitung in die Kanäle und das ganze Thema der Katalogautomatisierung. Ich möchte Ihnen einmal ganz kurz unser Unternehmen vorstellen. Und da das mit Bild und Ton etwas besser und angenehmer ist, habe ich unser Imagevideo mitgebracht und hoffe, dass es funktioniert. Wenn Strom, Daten und Energie sicher fließen, wenn die Industrie smart wird, wenn Infrastruktur mitdenkt, wenn Gebäude sprechen lernen, wenn mit einer kleinen Federklemme alles anfängt und bei der offenen Automatisierungslesung nicht aufhört, dann ist es WAGU. Wir verbinden, messen, steuern, regeln und vernetzen. Als Familienunternehmen mit 9.000 Mitarbeitern und über 80 Betriebsstandorten auf der ganzen Welt. Mit überraschend einfachen Lösungen, um mit Leidenschaft die Dinge immer wieder besser zu machen. Durch unsere Verbindungs-, Interface- und Automatisierungstechnik bringen wir Branchen zusammen und Ideen voran. Denn wir stärken, was verbindet. Sind WAGU. Ja, womit ist WAGU so erfolgreich geworden? Mit einer einfachen, simplen Idee, zwei Leiter miteinander zu verbinden, und zwar mittels einer Feder. Das Ganze bleibt dann über Jahrzehnte super sicher kontaktiert. Eine Eigenschaft, die die Gemeinde Lüsterklemme halt nicht bieten kann. Und das hat sich dann irgendwann auch rumgesprochen in der Industrie. Und somit haben wir in der Verbindungstechnik ein riesen Produktportfolio aufgemacht. Später kam noch der Bereich Interface-Elektronik, also Verbindungskomponenten mit ein bisschen Zusatzfunktionalität. Und das Ganze gipfelte dann für 90 in dem großen Feld der Automatisierungstechnik. Hier sprechen wir von hochkomplexen Steuerungen für Industrieproduktion und auch Gebäudeautomatisierung für ganze Gebäudekomplexe. Ja, und WAGU ist nach wie vor Weltmarktführer für die Komponenten der Federklemmanschlusstechnik. Hier habe ich einmal kurz Kennzahlen mitgebracht. Ich will auch jetzt gar nicht mehr so viel vom Unternehmen erzählen, aber bei den letzten Print Days, die Umsatzzahl war noch unter der Milliarde. Also man sieht, selbst in so schwierigen Zeiten wie in den letzten hat WAGU es geschafft, enorm zu wachsen. Ich möchte Ihnen einmal kurz erklären, die Historie, wie sind wir zur PrintSuite gekommen, und einmal einen ganz kurzen Abriss über die Printkataloge bei WAGU. Wir haben sechs Hauptbände, wir nennen sie intern auch Bibeln. Die sind teilweise über 1.000 Seiten stark, werden zweimal im Jahr ergänzt durch sogenannte Ergänzungskataloge. Und dann gibt es noch Zielgruppenkataloge und einen knappen Überblick über das gesamte Produktportfolio in ganz vielen Sprachen. Ich habe mal recherchiert, wie hat es denn tatsächlich angefangen? 1994 gab es den allerersten Printkatalog, damals in Quark gesetzt, auf dem Mac. Auf den lieben Wunsch unserer IT sind wir dann irgendwann gewechselt in die Windows-Welt. Dann kam auch irgendwann InDesign. Aber der Aufwand war immer immens.
Deswegen hat Vago relativ früh angefangen, nämlich schon 2004 ein PIM-System einzuführen und Kataloge möglichst zu automatisieren. Und zwar so, wie ich es immer nenne, klassische Katalogautomatisierung, also im Endeffekt eine Datenbankanbindung. Das hat teilweise semi-gut funktioniert, teilweise auch gar nicht und vieles ging zu Lasten der Datenqualität. Dann haben wir ab 2017 einen radikalen neuen Ansatz ausprobiert und haben ab dann die Kataloge nach einem Facettenansatz produziert. Hier möchte ich jetzt in dem Vortrag nicht allzu viel drauf eingehen. Ich möchte Sie lieber einladen zu dem Vortrag heute, allerdings nicht Bühne 1, sondern Raum 3. Ich habe gesehen, das hat sich geändert, aber die Uhrzeit ist, glaube ich, die gleiche, also 14.50 Uhr. Dort werde ich mit Horst Huber Ihnen die Magie hinter den Facettenkatalogen näher bringen. Wenn Sie wissen möchten, wie es Vago hinkriegt, innerhalb von 5 Minuten 250 bestehende Seiten einmal komplett auf links zu drehen, sie komplett anders aufzubauen mit minimalem Aufwand, oder wie wir es schaffen, 500 Seiten komplett from scratch neu aufzubauen, indem wir einfach nur 20 Knoten in der PrintSuite definieren. Ja, was ist dann passiert? Die Facettenkataloge waren ein Riesenerfolg. Wir haben super Feedback von unseren Kunden, auch unsere Stakeholder, Vertrieb und PMs, auch obwohl sie am Anfang etwas skeptisch waren, weil man musste sich ja von der einen oder anderen liebgewonnenen Historie vielleicht lösen. Dann ist aber was passiert, was wir eigentlich schon lange erwarten, aber in der Dramaturgie dann doch sehr überraschend fanden, und zwar die Abrufzahlen für diese Papierbibeln sind absolut in den Keller abgestürzt. Und zwar aktuell, wenn ich das richtig mitbekommen habe, verbrauchen wir für unsere Kunden nur noch ein Viertel dessen, was wir intern tatsächlich brauchen. Also es lohnt sich gar nicht, die Dinger zu drucken. Daher hat auch Vago entschieden, 2023 ist das letzte Jahr, wo wir diese Bibeln in Papierform tatsächlich drucken. Und das auch nur in einer ganz kleinen Auflage. Parallel ist noch was anderes passiert. Und zwar die Anforderungen an unsere Datenblätter. Das ist ein sehr wichtiger Touchpoint für unsere Kunden. Hier sind die Anforderungen immer größer geworden. In erster Linie vom Kunden. Und zwar im Umfang, Detailgrad, Aktualität, Lesbarkeit, Vergleichbarkeit, Integration in die Online-Welt, also alles, was Informationen im Datenblatt existieren, möchte ich per Link dann auch in die Online-Welt. Dann unsere lieben Zulassungsstellen, die haben teilweise recht kreative Icons. Manche werden regelmäßig oder auch unregelmäßig aktualisiert. Und wir sind natürlich angehalten, immer die aktuellste Version zu haben. Und auch da möchte jede Zulassungsstelle am liebsten möglichst viele Daten aus ihren Zertifikaten auch am Produkt irgendwo in der technischen Dokumentation haben. Ich habe hier was mitgebracht, und zwar, das ist eine Verbindungsklemme, unser absoluter Highrunner. Damit kann man drei Leiter miteinander verbinden. Ist super kompakt, transparentes Gehäuse, damit man auch sehen kann, wie der Leiter drin sitzt und ob das gut passt. Und wir schaffen es, auf dieses kleine Gehäuse drei Zulassungs-Icons zu bringen, einige an Approbationsdaten und noch technische Daten. Und wir haben sogar an der Seite noch so ein kleines Lineal, da kann ich genau abmessen, wie weit ich den Leiter abisolieren muss, damit er perfekt passt. Jetzt, wenn ich jetzt diese ganzen Anforderungen hier umsetze am Produkt, dann kann ich mir die Transparenz sparen, weil dann ist das alles vollgeklatscht mit Informationen, dann kann ich nicht mehr durchgucken. Das heißt, wir müssen unbedingt diese ganzen Informationen, die ganzen Anforderungen zum Produkt in die digitale Welt bringen. Das heißt, wir haben dann QR-Codes, wo der Kunde über den QR-Code genau zu diesen ganzen Informationen kommt. Dann haben wir noch den Gesetzgeber, der macht immer mehr Vorschriften, ist auch durchaus berechtigt, bezüglich Handhabung und Sicherheitsinformationen. Diese Dinger sind unfassbar beliebt bei den Elektrikern, aber diese Produkte finden Sie inzwischen in jedem gut sortierten Baumarkt, auch bei Amazon und anderen Online-Plattformen. Das heißt, diese Produkte werden auch immer mehr von nicht elektrisch fachkundigem Personal verwendet. Einfachstes Beispiel, Renovierung, Neubau, irgendwo guckt eine Leitung aus der Wand oder aus der Decke und dann meinte Bauherr, ich klemme da mal so eine Klemme drauf, das sind ja drei blanke Drähte, dann kann ich ja die Sicherung einschalten, dann ist vielleicht irgendwo anders noch Strom. Was passiert? Der FI fliegt raus, das ganze Haus ist dunkel. Weil was der Bedarfte nicht verstanden hat, diese Klemme verbindet, also schließt diese kurz. Jetzt habe ich nochmal den Next Level mitgebracht.
Das ist die Variante mit für 5 Leiter. Damit kann ich sogar einen ganzen Starkstromanschluss killen. Also 3x 400 Volt. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Zuleitung zu einer Wallbox habe, die aktuell relativ oft verbaut werden, die werden mit 32 Ampere abgesichert. Also da knallt es dann richtig. Deswegen ist das Thema Handhabung und Sicherheitsinformation immens wichtig geworden in der letzten Zeit. Ja, und dann gibt es noch Anforderungen von der Gesellschaft. Die Kunden möchten gerne wissen, was passiert oder was tue ich der Umwelt an, wenn ich so ein Produkt von WAGO tatsächlich einsetze. Das ist ein riesen komplexes Feld. Da sind wir auch noch bei, diese ganzen Daten zu erfassen. Dann haben wir uns noch überlegt, was haben wir noch an internen Anforderungen, bessere Lesbarkeit. Das Ganze soll aussehen wie unser Katalog. Das WAGO CI soll damit enthalten sein und eine möglichst starke Verdichtung. Wir brauchen auch noch zusätzlich Datenblätter für verschiedene Plattformen, eben wie vorhin erwähnt, Amazon, Konrad und so weiter. Zudem haben wir sogenannte BME-Cards, das ist im Endeffekt all unsere Produktinformationen, die wir dem Großhandel zur Verfügung stellen. Die können diese auch in ihre E-Shops importieren. Und dort möchten wir zukünftig nur noch Links mitgeben, dass jeder sich unsere Datenblätter einfach selbstständig runterzieht. Ja, und natürlich möchten wir auch unsere Freigabeprozesse damit optimieren. Und auch sind diese Datenblätter Bestandteil der Dokumentation, damit wir diese Zulassung bekommen und diese, mit diesen Logos überhaupt werben dürfen. Ja, unsere alte Produktionsstrecke kam derbe an ihre Grenzen. Gleich kommen wir auch zu den Zahlen, warum. Und wir brauchen somit auch eine skalierbare Lösung für die Zukunft. Und das Ganze soll auch als Basis dienen für weitere Entwicklungen, wie Produktvergleich, Produktgruppen, Datenblätter und auch sowas wie kundenspezifische Datenblätter und alles, was uns noch so einfällt. Ja, was ist jetzt so ein Datenblatt bei WAGO? Im Endeffekt die Offline-Variante der Produktdetailseite. Die ist seit Jahren super ausgereift, sehr interaktiv. Wir kriegen es hier auf minimalem Raum ganz viele Informationen unter. Angefangen banal mit einer Bestellnummer und der Artikelbezeichnung, aber dann geht es schon los mit der Bildgalerie. Hier haben wir unterschiedliche Formate, wir haben Bilder, Zeichnungen, Videos, alles kreuz und quer durcheinander. Unterschiedliche Seitenverhältnisse, das muss alles so ein Datenblatt handhaben können. Dann haben wir werbliche Texte, teilweise durch einen Textroboter verfasst. Also auch da müssen die Redakteure nicht mehr diese Texte selbst verfassen. Die sind relativ umfangreich mit Inline-Formatierung und das soll natürlich auch im Datenblatt vernünftig aussehen. Dann kommen wir zu dem komplexesten Thema, nämlich technische Daten. Die sind recht komplex, in relativ vielen Ebenen strukturiert und der Kunde braucht ganz viele Bezüge, damit er alle Informationen, vor allem auch diese Approbationsdaten, vernünftig zueinander findet und diese Informationen dann auch vernünftig lesen kann. Dann haben wir noch sowas wie Downloads, wie am Anfang angesprochen, da möchte man ja gerne über einen Klick direkt zu dem Download direkt zu dem Download kommen und die aktuellste Version sich auch runterladen können. Das Gleiche auch bei den bunten Zulassungslogos. Hier möchte ich auch die Zertifikate direkt runterladen können. Dann haben wir hier den Bereich des Produktbeziehungswissens, also Zubehör, Gegenstücke, Ersatzartikel, Nachfolger und so weiter und so fort. Und dann haben wir das ganze Thema mit dem Wissen, also wie verwende ich so eine Klemme, ohne mich oder andere zu gefährden. Und dann haben wir als Zusatzfeature jetzt hier noch eine Auflistung der Plattform, wo ich das alternativ auch noch beziehen kann. Ja, wir haben jetzt gesehen, online funktioniert das super, wenig Platz, unfassbar viel Information. Und da die Kunden aber jetzt eben nicht unbedingt so ein 100 Seiten als Datenblatt brauchen, wo alles drin ist, haben wir für den Kunden einfach ein Formular zur Verfügung gestellt und er kann sich jetzt all erdenklichen Informationen zuklicken oder wegklicken, was er haben möchte. Ich fand das spannend und habe mal nachgerechnet, was machen wir da eigentlich im Hintergrund? Also wir haben ungefähr 30.000 Artikel mal 23 Sprachen, da sind wir bei knapp 7 Millionen Datenblatt-Varianten. Jetzt können wir pro Datenblatt aber rein theoretisch bis zu 16.000 oder über 16.000 Derivate produzieren. Einfach, indem ich ganz verschiedene Variationen von diesen Häkchen setze. Das Ganze mal die 7 Millionen bin ich bei über 113 Milliarden unterschiedlicher Datenblatt-Derivate. Ist natürlich blanke Theorie, was tatsächlich in der Praxis verwendet wird, also was die Kunden tatsächlich abrufen, werde ich Ihnen gleich nochmal zeigen. Aber hier nur wichtig, die Maschine kann das. Also das ist das, was die Maschine kann, dass der Kunde sich aus einer Kombinationsvielfalt von 113 Milliarden Datenblätter was raussuchen kann.
Ja, wir haben mit den Facettenkatalogen unsere Kataloginhalte, die technischen Daten, habe ich die letzten Tage relativ oft gehört, super verbessert in der Korrektheit, im Detailgrad und auch in der Vollständigkeit. Dann haben wir ja diesen variablen Umfang, um diesen Wust an Daten auch handhaben zu können und das vernünftig darstellen zu können. Wobei das mit der Darstellung hat bisher super gar nicht geklappt. Wir haben Riesenprobleme mit diesen ganzen Bildern, unterschiedliche Formate, Umbrüche, Konvertierungsprobleme, ganz viele Bilder, die komplett weiß sind. Dann konnten wir bisher die technischen Daten nur in Listenform darstellen. Die Bezüge gehen komplett verloren. Ich muss jetzt über mehrere Seiten irgendwelche Informationen miteinander assoziieren. Das kriegt man kaum noch hin. Dann haben wir wieder unsere bunten Zulassungslogos. Hier auch wieder in Listenform. Sieht schon mal gar nicht so schlecht aus, aber braucht immer noch viel Platz. Und ganz wichtig geworden durch die Consumer, die Handhabung sind jetzt natürlich immens wichtig. Da darf sowas nicht passieren, dass da irgendwie ein Bild fehlt und der Sachverhalt gar nicht mehr klar ist, dann kann ich mir diese Handhabung eigentlich auch sparen. Ja, die Lösung. Wir hatten ja jetzt mit der PrintSuite, mit den Facettenkatalogen einen Riesenerfolg erlebt. Von daher, das Ganze soll ja auch wie ein Katalog aussehen, haben wir gesagt, wir machen das als Service in der Cloud, damit wir jetzt nicht 113 Milliarden unterschiedliche Datenblattderivate immer wieder neu generieren müssen, haben wir noch ein hochintelligentes Caching-System drin. Und dort werden diese einmal generierten Varianten vorgehalten, bis sich an den Inhalten mal was ändert. Und das wird auch über eine intelligente Schnittstelle überprüft. Ja, wie sieht das Ganze aus? Nicht so, denn das ist die alte Variante, sondern so, nämlich so wie in unserem Katalog, was man erkennen kann. Also Bilder sind alle korrekt und richtig und die technischen Daten sind jetzt so, dass der Kunde diese ganzen Bezüge und Informationen jetzt vernünftig lesen kann. Und als Nebeneffekt haben wir die Seiten reduzieren können auf nur noch die Hälfte bei den technischen Daten. Kommen wir zu den schicken Zulassungslogos. Da haben wir nochmal eine Gruppierungsebene reingebaut, die Zulassung nochmal fachlich gruppiert, sodass der Kunde jetzt diese noch schneller findet. Und hier reduzieren wir die Seitenanzahl von 2 auf nur noch eine halbe. Hier sehen wir das Zubehör. Das haben wir vorhin nämlich noch gar nicht gesehen. Und wie Sie sehen, können Sie links nämlich so gut wie nichts erkennen. Die Bilder sind so winzig. Und alles in Listenform, das haben wir jetzt überführt in die Matrix-Darstellung, wie wir es im Katalog haben. Und die Seitenreduktion von 7 auf nur noch 2. Bei gleichem Informationsgehalt, mit einem großen Unterschied, hier sind die Bilder jetzt immer gut erkennbar. Dann kommen wir noch zu den Handhabungen, wie man hier wunderbar erkennen kann. Was soll ich mit einer Handhabung anfangen? Die verstehe ich nicht, wenn die ganzen Bilder da fehlen. Das funktioniert jetzt deutlich besser. Wir haben es noch mal ein bisschen kompakter gestaltet. Und wichtig ist, man kann immer erkennen, wo fängt es an, wo hört es auf. Und die Information, die ich transportieren will, ist jetzt auch vernünftig und schlüssig. Und auch hier reduzieren wir die Seiten von 8 auf 3. Ja, das Ganze war ein Riesenerfolg. Auch hier haben wir positives Feedback von unseren Kunden, aus dem Vertrieb und sogar die Geschäftsleitung hat dieses Projekt ganz besonders gelobt, denn wir haben hier in der Customer Journey einen Riesenvorsprung gemacht bei dem Touchpoint der Datenblätter. Allerdings haben wir uns auf den Lorbeeren nicht ausgeruht, sondern haben gleich weitergemacht, und zwar mit einem sogenannten Produktvergleich. Viele kennen das vielleicht auf einer Plattform, kann man sich beliebige Produkte zusammenstellen und die dann einfach miteinander vergleichen. Hier sieht man mit dem Highlighting, das heißt, Unterschiede werden hier rot dargestellt und alles, was identisch ist, ist schwarz. Ein weiteres Projekt, was wir gestartet haben, sind kundenspezifische Datenblätter. In Wirklichkeit sind das Datenblätter für kundenkonfigurierte Produkte. Vago hat nämlich einen Online-Konfigurator, der nennt sich Smart Designer. Und hier kann der Kunde jetzt so einen Basisartikel nehmen und davon beliebig viele Derivate aneinander packen und dann das Ganze als ein Produkt bekommen. Hier nehmen wir die Datenblätter oder das Datenblatt mit den Daten von dem Basisartikel und ergänzen das durch die konfigurationsspezifischen Inhalte. Im einfachsten sind das die Abmessungen, die sich natürlich verändern, aber es können sich auch technische Daten verändern und da müssen wir an der richtigen Stelle die richtigen Daten entsprechend anpassen. Ja, rechts sieht man im Endeffekt die gleiche Konfiguration oder ähnliche in bunt,
Und zukünftig wird es auch möglich sein, ganz heterogene Konfigurationen zusammenzustellen und dafür solche Datenblätter zu generieren. Hier sind wir zugegeben noch in der Konzeptionsphase, aber auch hier haben wir bisher noch keine Showstopper oder irgendwelche echten Herausforderungen gesehen. Von daher gehe ich mal davon aus, dieses Jahr werden wir Ihren ersten guten Entwurf auch sehen können. Ja, ich habe gesagt, wir haben das Ganze als Services aufgebaut. Hier geht es in Richtung Composable Commerce. Wir haben unsere Print Cloud und diesen Datenservice einmal für diese hochindividuellen Datenblätter für die Webseite. Also hier sprechen wir von diesen 113 Milliarden möglichen Varianten. Das Gleiche haben wir nochmal in einer anderen Kommunikationsform mit JSON für Rich Clients, also sowas wie unsere Vago-App. Dann haben wir diese Standarddatenblätter, die ich vorhin am Anfang auch erwähnt habe, für Plattformen Amazon und Co. Hier ist die Besonderheit, wenn wir jetzt diese Links mitgeben, haben wir natürlich keinerlei Kontrolle, wie der Kunde, also der Großhandel, wenn er jetzt alle Produktdaten bekommt, wann er und wie viele von den Datenblättern er generiert. Daher haben wir dann gesagt, wir machen eine Vorgenerierung für Deutsch und Englisch. Das heißt, da sind wir immer safe, dass die aktuellste Version auch schon vorgeneriert ist. Und trotzdem kann der Kunde, der jetzt was Individuelles haben will, dann über die individuellen Datenblätter was bekommen. Ja, dann haben wir den Produktvergleich für die Webseite und zusätzlich die kundenspezifischen Datenblätter für den Konfigurator. Zu dem Thema möchte ich Sie auch nochmal einladen zu der Podiumsdiskussion. Die findet hier statt um 14 Uhr. Dort werden wir noch tiefer in das Thema Composable Commerce einsteigen. Jetzt haben wir ja ganz viele Daten gesehen. Also ich behaupte, was von 113 Milliarden unterschiedlichen Datenblattvarianten. Wir haben die Interaktion des Kunden und wie wir heute in der Keynote kennengelernt haben, möchten wir auch kundenspezifisch alles machen. Dazu muss man den Kunden natürlich kennenlernen. Deswegen haben wir Statistiken aufgebaut. Wir sehen oben links alle Anfragen aus dem Web insgesamt. Rechts das ganz bunte Diagramm. Hier sehen wir das Ganze nochmal aufgeteilt auf Land-Sprachkombinationen. Da kann ich dann mit der Maus drüber gehen und kann genau erkennen, wie viele Anfragen von welchem Land zu welcher Uhrzeit in welcher Sprache gezogen werden. Und links unten sehen wir ein Diagramm, was in diese Schnittstelle überwacht, wo die Daten aktualisiert werden. Das heißt, vorgenerierte Datenblätter werden dann eventuell obsolet, wenn sich an ihren Informationen was verändert hat. Also diese Daten gerade eben sind auch alle zur Laufzeit generiert und zur Laufzeit werden diese Statistiken gezogen. Hier sehen wir zyklisch erstellte Statistiken und jetzt sieht man links in der Tabelle genau das, was quasi der Widerspruch zu der Theorie, was verwendet jetzt tatsächlich der Kunde. Also 16.000 mögliche Varianten klingt natürlich absurd viel und das meiste davon macht wahrscheinlich auch keinen Sinn. Was nutzen unsere Kunden? Zwischen 10 und 35 Varianten. Gegenübergestellt gegen 16.000 klingt das winzig, aber wenn ich mir angucke, ich habe nur 14 Kästchen zum Auswählen, finde ich 35 schon unheimlich viel und das zeigt, dass die Kunden tatsächlich diese Funktionalität wirklich rege nutzen. Rechts sehen wir eine Statistik über die Aktualität unserer Daten, einfach um eine Übersicht zu behalten, wann sich wo welche Daten bei uns intern ändern. Ja, wie sieht unsere Publishing-Plattform jetzt aus? Wir haben unseren Datenblatt-Service mit dem Einzeldatenblatt. Da zähle ich jetzt zukünftig das kundenspezifische Datenblatt mit dazu. Dann gibt es noch sowas wie ein Produktgruppendatenblatt. Aktuell ist das eine Ansammlung von Einzeldatenblättern, die als ZIP-File runtergeladen werden können. Zukünftig wird das dann auch in einem Datenblatt integriert werden. Das sieht dann ungefähr aus wie eine Bestellseite. Und gibt es den Produktvergleich, den wir vorhin auch schon gesehen haben. Und demgegenüber haben wir den Katalogservice. Von dem haben wir jetzt bisher noch nicht so viel gesehen. Aber hier eine ganz kleine Übersicht. Wir haben sowas wie eine Produktliste. Das ist ein hochindividueller Katalog, den wir wirklich mit wenigen Klicks absolut individuell für jeden Kunden gestalten können. Wir können hier auch die Bestellnummern des Kunden mit integrieren. Und wenn er, hier geht es nicht nur um die Sortimente, sondern auch eine komplette Zusammenstellung, wie er es haben möchte. Ähnlich schnell und performant, nur deutlich komplexer, funktionieren unsere Hauptkataloge. Aber nach dem Facettenprinzip sind wir hier auch unfassbar schnell und flexibel. Wir sind noch gerade dabei, unsere sechs Bibeln komplett zu finalisieren. Zwei sind nämlich noch in der letzten Umsetzung. Und danach ist das für uns eigentlich
Status quo und das läuft wie ein Abfallprodukt im Hintergrund. Zukünftig werden wir dann aus diesen Katalogen, genauso wie es was bei den Produktlisten machen, hochindividuell alles innerhalb kleinster Aufwände individuell produzieren können. In den letzten Print Days habe ich schon angekündigt, was wir vorhaben. Hier sieht man schon die ersten Ergebnisse, unser erster Magalog. Das heißt, wir gehen weg von den Bibeln, die keiner mehr haben will, und gehen hin zu den kundenspezifischen, anwendungsspezifischen Publikationen. Hier sieht man jetzt deutlich werblicher und viel mehr auf die Anforderungen des Kunden eingegangen. Ja, und das ist im Endeffekt genau das, was ich am Anfang gesagt habe. Von dem Einzelnen bis zum großen Ganzen können wir jetzt mit unserer Publishing-Plattform alles erschlagen. Das heißt, egal wie der Kunde sich verhält oder wie seine Anforderungen sind, wir können im Endeffekt von ganz klein bis ganz groß alles generieren. Ja, wie geht es jetzt weiter? Das hatte ich auch schon bei den letzten Print Days kurz erwähnt. Bei uns im Marketing wird überall jede Menge loser Content erstellt. Der verschwindet meistens in irgendwelchen Verzeichnissen. Dieses Jahr starten wir mit unserem Content-Hub-System. Dort werden diese Informationen dann maschinell auslesbar hinterlegt. Dann können wir in der Zukunft unsere Publikationen dann nämlich mit diesen fancy Daten dann auch nochmal deutlich aufwerten. Eine weitere Geschichte, die leider in den letzten Jahren komplett pausiert wurde aus Ressourcengründen, ist die Anbindung von unserem Komponenten-CMS. Das sind im Endeffekt das komplette Know-how zu diesen Produkten enthalten. Also alles, was in einem Handbuch drin ist, ist dort enthalten. Aber nicht einfach nur plain als Text, sondern nach PI-Class klassifiziert. Das heißt, die kleinste Informationseinheit, das nennt sich Topic, die ist dann verknüpft mit Personas, mit Anwendungen, mit Produkten. Das kann ich alles auslesen und kann das natürlich im Marketing genauso verwenden. Damit sind wir bei allen Touchpoints mit den gleichen Informationen unterwegs. Ich habe natürlich eine deutlich höhere Wiederverwendbarkeit des Contents und ich kann auch sowas machen wie eine Content Delivery Plattform. Das kann auch ein Sprachassistent sein, das heißt, ich kann zukünftig dann Alexa fragen, was ich mit den Dingern machen darf und sie kann mich dann auch warnen, was ich damit nicht machen sollte. Das soll es auch schon gewesen sein zu der Publishing-Plattform. Wir haben aber noch so ein paar kleine Projekte, die ich kurz anteasern will, wo wir einfach unsere Prozesse deutlich optimieren wollen, aber immer mit dem Ergebnis, beim Kunden einen Benefit zu generieren. Wir haben sowas wie einen Grafikroboter, und für die Kunden stellen wir aktuell Zeichnungen zur Verfügung, wo die Abmessungen drinstehen. Diese sind teilweise recht komplex und das sind wieder modulare Produkte. Das heißt, wir machen nicht für jede Variante entsprechende Zeichnungen, sondern wir schreiben in die eine Zeichnung einfach alles in die Bildlegende rein. Und der Kunde muss sich das zusammensuchen. Das Ganze geht noch viel komplizierter. Hier haben wir 3 Abmessungen. Also wenn ich das Produkt montieren will, muss ich ausrechnen, Polzahl mal Rastermaß plus ein Offset und so weiter und so fort. Das ist natürlich alles andere als kundenorientiert. Und was haben wir gemacht? Wir haben im Endeffekt die Zeichnungen zerschnitten, haben sie dann Polzahl entsprechend wieder zusammengebaut und schreiben dann entsprechend die Abmessung in die Zeichnung. Also Ziel ist, jede Variante kriegt ihre eigene Zeichnung mit den korrekten Abmessungen da drin. Hier sehen wir jetzt das Beispiel für so eine 8-polige. In der Darstellung wird halt in der Mitte einfach das Ganze aufgefüllt. Und jetzt haben wir noch so eine Überlaufvariante, damit die Zeichnungen nicht zu breit werden. Dann gibt es halt diesen optischen Cut. Aber wichtig ist, wir haben immer für die richtige Polzahl die richtige Zeichnung mit den richtigen Abmessungen. Das Ganze ist ein Vollautomat. Das heißt, wenn die Redakteure die Daten gepflegt haben, Produkt freigegeben haben, gehen die Daten zu dem Grafikroboter, der generiert die Zeichnung, pumpt die wieder zurück ins PIM und damit sind wir fertig. Das Einzige, was wir vorher allerdings machen müssen, sind so diese Basiszeichnungen, die zerschnippelt werden, einmal aufzubauen. Da haben wir 900 Stück bei uns identifiziert und damit würden wir 15.000 polzahlkorrekte Maßzeichnungen generieren. Hier sind wir noch bei der Automatisierung der Schnittstelle. Da gab es leider auch wegen Ressourcenengpässen eine Pausierung. Ich denke mal, ab Mitte des Jahres geht es da jetzt auch endlich weiter, sodass wir dieses Jahr das Ganze auch endgültig zum Fliegen kriegen. Ein letzter Punkt sind unsere Verpackungslayouts. Davon haben wir 50 Stück für den globalen Markt und auch 150
für bestimmte Länder und in bestimmten Sprachkombinationen. Und davon werden pro Jahr 10 neu erstellt und 60 überarbeitet. Alles hochmanuell. Und wie man hier sehen kann, sind die unfassbar verdichtet mit ganz vielen Informationen. Wir sehen auch wieder Handhabungen, die ganz wichtig sind, auch die Zulassungsdaten. Ich würde Ihnen gerne jetzt den Stand zeigen von unserem Projekt, aber die neuen Verpackungen sind jetzt einer absoluten Neuheit vorbehalten. Die wird gerade von meinen Kollegen auf der HMI vorgestellt. Ich durfte deswegen hier nicht die Katze aus dem Sack lassen. Aber ich kann Ihnen so viel sagen, es ändert sich so gut wie alles. Als Beispiel diese ganzen Handhabungs-Icons. Nichts bleibt, wie es war. Das heißt, wir müssen jetzt diese knapp 210 Varianten alle manuell neu aufbauen. Das werden wir nicht, sondern wir bauen jetzt gerade die ersten Templates. Wir gehen mal davon aus, eine Handvoll bis ein Dutzend Templates werden wir damit erschlagen können. Und dann sind solche Änderungen und Anpassungen relativ schnell und einfach. Ja, und dann bin ich auch schon am Ende und möchte einmal kurz beenden mit der Strategie unseres Unternehmens. Und zwar möchte Vago das kundenzentrierteste Unternehmen der Branche werden. Dazu ist natürlich wichtig die Customer Journey. Und die haben wir ja schon gesehen bei den Datenblättern, haben wir einen Riesensprung nach vorne gemacht. Mit den individuellen Facettenkatalogen wird es dann auch weitergehen. Und was wir erreichen möchten, sind Erfolge. Und die nennen wir bei uns bei Vago Moments of Success. Ja, damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich noch auf Ihre Fragen. Vielen Dank. Ich wollte nur kurz wissen, der Grafikroboter, welche Formate unterstützt er? Ist das rein grafisch oder ist das auch für Planungsprogramme noch irgendwo relevant? Wir arbeiten da mit Illustrator und automatisieren das entsprechend mit dem Comet-Plugin für Illustrator. Hallo, wie identifiziert ihr Änderungen an den Artikeln, dass ihr das neu generieren müsst? Das läuft vollautomatisch. Über ein Skript im Endeffekt, das Änderungen mitbekommt. Also sobald eine Änderung an einem Artikel freigegeben wird, wird gemerkt, hier gibt es eine Änderung, die wird dann auch sofort exportiert. Und das Ganze landet dann in so einer Zwischendatenbank. Und das ist dann der Datenpool im Endeffekt für die Generierung. Danke. Ist aber tatsächlich eine Herausforderung, ja? Die richtige Änderung auch zu erwischen. Der Facettenkatalog auf der Corporate Website, wird der durch die PrintSuite als Frontend geliefert oder ist das eine andere eigenständige Lösung? Der Facettenkatalog? Also auf der Corporate Website von Vago kann ich ja bei Produkte irgendwie, komme ich durch so einen typischen E-Commerce-Katalog. Also der große PDF-Katalog, den Sie dort runterladen können? Ich meinte die digitale Suche nach Produkten, meinte ich. Digitale Suche, also die... Auf der Corporate Website gibt es irgendwo Produkte
und dann kann ich irgendwann mal so filtern und kann mir Produkte recherchieren. Ja, nee, das ist das E-Commerce-System. Wir nutzen da Hybris und darüber rufen wir zum Beispiel auch die ganzen Datenblätter auf. Also das, der Aufruf und so weiter läuft alles dort über das Commerce-System. Weitere Fragen? Sorry, noch eine Frage. Bei den Datenblättern, da hatten Sie gezeigt, okay, vorher hatte ich Datenblätter, da waren keine Bilder drin und dann haben wir alles neu gemacht, jetzt waren die Bilder da. War das eher ein technisches Problem, was dann jetzt die neue Lösung gelöst hat, oder war es auch einfach, okay, die Bilder waren nicht vernünftig gepflegt? Beides. Bilder sind historisch gewachsen. Ich habe mal hochgerechnet, wie viele Bilder wir haben. Es waren auch zig Millionen. Wie gesagt, die ältesten stammen noch aus der Mac-Ära. Und wir haben relativ oft in der Vergangenheit uns für neue Formate entschieden, neue Seitenverhältnisse. Und es ist unfassbar teuer und aufwendig, den Altbestand natürlich jetzt auf einen neuen Standard zu heben. Deswegen haben wir dann immer gesagt, okay, für neue Produkte, für neue Bilder nutzen wir die neue Systematik, damit die Kosten und die Aufwände irgendwie erträglich bleiben. Genau. Aber auch das Konvertierungstool hatte da Riesenprobleme mit dieser heterogenen Landschaft der Bilder. Noch weitere Fragen? Ich glaube, ich sehe keine Hand mehr. Dann komme ich noch eben hoch. Ich bedanke mich ganz herzlich für den Vortrag. Ich glaube, viele Einblicke, viele Fragen. Sie stehen bestimmt auch noch nach einer Mittagspause. Auf jeden Fall, sehr gern. Für Fragen bereit, sind auch heute noch öfters auf der Bühne vertreten. Hier geht es gleich weiter mit Bofrost auf der Bühne, zusammen mit unserem Partner Laudert und For Our Portal. Ansonsten auch unten die Workshop-Räume finden jetzt auch gleich wieder statt. Deswegen wünsche ich Ihnen jetzt noch viel Spaß bei den weiteren Vorträgen.